Und Kisten mit Gold. Trotzdem würde ich wirklich gerne einkaufen gehen. Gibt ja bestimmt einen riesigen Marktplatz oder dergleichen. Da können wir noch nicht hin. Du hast mir nachgepfiffen. Nee, hier ist nichts. Die Stadt ist irgendwie ein wenig komisch. Oh, hallo. Ich sehe euch zum ersten Mal. Ich bin Manami. Ich spüre, dass wir uns ähnlich sind, Fremde, diese Stadt zu einer denkbar schlechten Zeit besuchen. Auftrag der Nagate. Oh. Es ist immer ein Vergnügen, das Geschenk des Tees mit anderen zu teilen. Hier habt ihr ein paar Teeblätter. Wir Naga nennen diesen Tee Urago. Für alle anderen ist er einfacher grüner Tee. Okay. Naga und Tee. Zwar haben wir Naga schon immer verschiedene Sorten von Algen und Tang auf dem Speiseplan gehabt, aber Getränke machen wir erst daraus, seitdem wir ständig an der Oberfläche Aschans wohnen. Es versteht sich von selbst, dass es schwierig ist, unter Wasser Teeblätter zu trocknen und Wasser zum Kochen zu bringen. Ja. In den letzten Jahrhunderten ist der Tee zu einem integralen Bestandteil der Naga-Kultur geworden. Und ihre Handwerker haben spezielle längliche Gefäße entworfen, die es einem ermöglichen, Tee auch unter Wasser zu trinken, wenn sie zum Teil mit Luft gefüllt und dann umgedreht werden. Ein Bong! Sehr gut. Wir würden trotzdem ganz gerne eigentlich unseren Tee loswerden und einkaufen. Wir sind in einer riesigen Stadt, hier muss es doch Geschäfte geben. Da. Eine Bücherei. Rein da. Meister der Primärmagie, das wird nix. Zauber lernen. Gerugon kann nix lernen. Tirik. Ha! Endlich! Endlich neue Zauber für Tirik! Schickt allen Feinden im Umkreis von 3 einen Feuerschwall entgegen, der ihnen 112 bis 144 Schaden zufügt. Gekauft. Feuerschild. Alle Gruppenmitglieder werden durch ein Feuerschild geschützt, der einem angreifenden Feind 13 bis 19 Gegenwehrschaden Feuer zufügt. Gekauft. Jalin hat nichts. Talana hat auch noch nichts. Ja, die müssen erstmal ihre Meistergrade bekommen. Aber trotzdem schön, dass wir wenigstens hier alle Zauber bekommen können. Markus Wolf. Einfach die Herrschaft über die Stadt zu übernehmen und sich zum Herzog von Katalla auszurufen. Ich kann wirklich nicht begreifen, was dieser Markus Wolf damit erreichen will. Sehr wahrscheinlich wird das Imperium Truppen schicken, um die Stadt zurückzuerobern. Und angesichts der aktuellen Spannungen mit den Elfen und Zauberern, die schon seit Jahren auf die Halbinsel schielen, würde das Ganze sicher sehr rasch zu einem anwachsenden Krieg eskalieren. Vielleicht spekuliert Markus Wolf ja genau darauf. Vielleicht glaubt er, dass es Imperatorin Gwendolyn nicht auf einen Krieg ankommen lassen und alle seine Forderungen akzeptieren wird. Aber das ist ein törichtes Spiel mit dem Feuer. Vielleicht will er tatsächlich einen Krieg anfangen. Und das ist ein gruseliger Gedanke. Na, na. Kiste. Also, mit der Orientierung tue ich mich echt noch ein wenig schwer. Wir haben hier einen riesigen Marktplatz. Ah, hier ist was. Ich kann Karsals Kapelle. Asche zu Asche. Ja, ich weiß, wer Owen war. Manche nannten ihn den ungeratenen Sohn einer von Kartals ältesten Familie. Aber nach allem, was er mir erzählt, hat er nichts getan, was seinem Namen Schande gemacht hätte. Ich sorge dafür, dass die Urne zur Krypta seiner Familie gebracht wird. Zu guter Letzt hat der Sohn doch noch den Weg nach Hause gefunden. Ihr sagt, ihr kommt aus Hammerfall? Ich kann mir gar nicht vorstellen, welche Gefahren ihr überstehen musstet, um die Asche eures Mentors zu eurer letzten Ruhestätte zu bringen. Eure Taten ehren seinen Andenken. Okay, das war jetzt irgendwie ziemlich unepisch dafür, dass wir jetzt wochenlang durch die Wildnis gereist sind. Markus Umsturz. Alles ist sehr schnell gegangen. Ich wusste, dass es natürlich Unzufriedenheit gab. Seit Uriels Täuschung hat sich das Imperium viele Feinde gemacht, sowohl außerhalb als auch innerhalb seiner Grenzen. Aber ich hätte nie gedacht, dass die Stadt so schnell fallen würde.
Binnen weniger Stunden hat Markus Wolf und seine Schwarzgardisten die Herrschaft über das obere Viertel und die Vigilie übernommen. Alles ging beinahe zu glatt, als hätten sie alle unter einem Bann gestanden. Okay. So, wo geht's jetzt weiter? Also hier geht's nicht lang, wir müssen also wohl hier durch oder da durch. Darum. Da. Oh, Tränke. Sehr schön. Ich will ganz viele Tränke kaufen. Ganz teure, tolle Tränke. Handeln. So, verkaufen. Weg. Weg. So. Dirk. 20 Schaden dunkel. 17 Schaden dunkel. 20 Schaden Licht. 24 Schaden dunkel und 24 Lebenskraft Maximum. Das klingt gut. Kannst du den da benutzen? Lichtabweisender Kalutenstab. Nein. Ganz viele Ringe. Ganz viele Tränke. 830. Erstmal die hier. Kaufen 10 Stück. 4500. Ja, wir haben Gold, aber 4% Widerstand gegen alles. Schutz vor Flüchen. Plus 5 Glück. Plus 4 Stufen Lichtmagie. Was hast du denn da so? Du hast ein Amulett, das 4 in Primärmagie gibt und du kannst gar keine Primärmagie, Gerogon. Kauf mal das hier bitte. Zieh das bitte an. Das soll bitte in unser Inventar. Widerstand gegen Licht, Widerstand gegen alles. 30 Maximum Mana. Maximum Mana bei Gerogon ist ganz praktisch, dann kann er länger den Schildzauber ohne einen Trank trinken zu müssen. Wieder schon gegen Lichtmagie. 3 Stufen Lichtmagie. Und 4 gegen alles. Das ist gekauft. Der Ring macht 7 wieder Stand gegen alles. Der wird ausgetauscht. So. Ausweichen gegen alles. Das sind ganz schön viele Dinge hier. Plus 5 Vitalität, 14 Lebenskraft. Noch mehr Lichtmagie. Da hat er wieder weniger Mana. Dafür sind die Schilde stärker. Aber ich glaube, wir brauchen momentan keine stärkeren Schilde. So, Stäbe. Du, was für einen Stab hast du? Das Ding macht schon mal mehr Schaden. Und hat mehr Crit. Ja, kauf das Ding mal. Kaufen. So, das kommt weg. Weg. Du kommst weg. Ja. Die Verwirrungsdinger, die wir mal aufbewahrt haben, die kommen alle weg. Die sind schon total veraltet. Die würden wir niemals anziehen. Die Armbrust, ne. Das kann auch weg. Tirik hätte gern einen neuen Ball. Aber seiner macht plus 2 in Feuermagie. Aber 14% Crit ist halt doch recht schick. Und falls immer jemanden haut, dann soll es auch mehr Schaden machen. Also kauf bitte so ein. Das kann er gar nicht benutzen, weil er kein Experte ist. Mist. Du kannst es dann auch nicht benutzen. Ja gut, wir haben schon mal einen Ball für Tirik über. Er kann weg. Du kannst weg. 4 Stufen Primärmagie. Was hast du als Amulett? 5 gegen alles. Oh, nimm mal lieber den. So, und das sollte auch erstmal.
Achso, die gigantischen wollten uns noch kaufen. So, das sollte auch erstmal reichen. Raus, raus. Und weiter nach mehr Geschäften suchen. Und mehr Lehrern vor allem. Oh, der Marktplatz. Das klingt sehr gut. Auch wenn wir mit den wenigsten hier reden können. Was mit dir? Ich wünsche einen guten Tag, Schatzjäger. Obwohl ihr euch für euren Besuch unserer Stadt nicht den besten Zeitpunkt ausgesucht habt. Karsal? Hier im Hafenviertel stehen die Dinge nicht so schlecht. Aber über das obere Viertel rings um die Vigile hat die Schwarze Garde das Kriegsrecht verhängt. Und in den Elendsvierteln herrscht praktisch völlige Gesetzlosigkeit. Also es gibt wirklich mehrere Gebiete hier in der Stadt und wir haben momentan wohl nur Zugang zu dem einen. Rüstung? Reparier mal. Du siehst ziemlich abgefahren aus. Möchtest du Tee haben? Nein. Handeln. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Schutz vor Lähmung, Wassermagie. Beweglichkeit, nee. Minus 48 Angriffswert, das ist so übel. Ja, nee. Rüstung können wir eigentlich knicken. Was ist hier? Nix. Malea-Gers. Du hast jetzt vielleicht was mit Malaga zu tun, oder? Willkommen, Reisende. Noch sieht es nicht nach viel aus, aber bald wird das hier eines der bestgehenden Geschäfte von Karsal sein. Okay. Du willst Nagati? Ich habe früher auf einem Handelsschiff gearbeitet und war oft in Hashima. Ein spezieller Aspekt der Naga-Kultur hat mich besonders fasziniert, ihre Liebe zum Tee. Ich bin fest davon überzeugt, dass Naga-Tee hier im Imperium ein großer kommerzieller Erfolg werden könnte. Deshalb werde ich ihn in meinem Laden zum Verkauf anbieten. Ja, also für dich sammeln wir hier schon seit Wochen Tee, ohne es zu wissen. Nächste Seite. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Proben von verschiedenen Teesorten. Urago, Haijin, Olea, Higan oder Kari, um einige der hiesigen Vermögenden dazu zu bewegen, mir Geld zu leihen. Glaubt ihr, ihr könnt mir helfen? Ja. So. Es fehlt, glaube ich, eine. Nein. Tada, wir hatten zufällig alles dabei. Wunderbar. Hört her, ich kann euch nicht viel bieten, aber nehmt doch diese Elixiere. Permanente Elixiere. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und Stufenanstiege. Du, das und das und das und das. Klick. Dann kannst du jetzt Meister werden in Lichtmagie. Kannst Meister werden in das. Mystik. Mystik würde Sinn machen. Aber nee, ich will erstmal Schwert hochbringen, dass er Experte werden kann im Schwert. Ist doch sonst albern. So, und bitte einen Punkt in der Karl-Disziplin, damit er mehr Schutz gegen alles hat. Okay. Tirik. Tirik wird wieder Zeit für Vitalität, Geist, Magie. Bei dir genauso. Zwei da, ein da, ein da. Oh, das ist zwei Stufen Aufstieg. Und zwei da, zwei da. Du, zwei da, ein da, ein da. Dann Tirik sollte Fokus hochbekommen, ja. Sollte Mystik auf Meister bringen. Rest bewahren wir uns auf. Du brauchst definitiv Lehrer. Kommen wir da jetzt hin? Wir können zwei einhändige magische Foki führen. Nee, abbrechen. So. Und bei dir werden wir auch... Du hast 9 Punkte inzwischen. Also ich würde gerne Luftmagie möglichst schnell auf Großmeister bringen. Dafür brauchen wir jetzt so 6-7 Punkte in der Hinterhand. Das heißt, wir tun nur 2 Punkte auf Mystik, den Rest bewahren wir uns auch auf. Wir brauchen unbedingt die Lehrer. Manifeste Liga von Karsal.
Wir werden diesen Kampf nicht aufgeben für Karsal. Ja. Sagen irgendwie immer alle, für dies und das und für das und das. Und meistens sind sie alle nur für sich selbst. Wer bist denn du? Schwarzgardist. Hallo. Eingeschütztes Haus. Was passiert ist? Tja, sie wollten einen Anbau errichten, um das Haus größer und schöner zu machen. Aber am Tag, als die Arbeiter den Besitz die Schlüssel überreichen wollten, entdeckten sie, dass eine der Hauptstützen aus minderwertigem Material bestand und nicht stark genug war, das Gewicht der neuen Decke zu tragen. Daraufhin ist alles eingestürzt und wie ihr euch vorstellen könnt, haben die Bewohner Gift und Galle gespuckt. Das ist traurig. Sie hatten wirklich die besten Absichten. Warum bewachst du das dann? Oder stehst du einfach nur Schmiere da? Komisch. Und da geht's raus zur Eggenhalbinsel? Ist das der Ausgang, den wir theoretisch hätten benutzen dürfen, aber es keine Option gab, ihn zu benutzen? Also beim Wasser. Ich höre schon mal Wasser. Na komm. Aber wir sind definitiv wieder auf der Hauptkarte, wo wir uns bewegen können. Merkt man die langen Ladezeiten. Und ja, wir sind jetzt genau da, wo wir vorher auch waren. Nur diesmal dürfen wir es auch betreten und stehen nicht einfach davor. Das war sehr frustrierend. Also man steht vor einem Stadttor, es ist offen, das Tor ist nicht da, es stehen keine Wachen da und trotzdem durfte man nicht reingehen. Das war absolut gemein. Aber gut, wir haben jetzt eine schnellere Verbindung in die Stadt. Wir müssen nicht mehr durch irgendwelche Kanalisationen wuseln und so weiter. Können wir jetzt den Auftrag abgeben? Da steht nichts mehr von dem Typen. Ihr geht euch nach Suttgart, findet die Steinscheibe, geht euch zur Klippe, findet Kirk. Nee, da ist kein Auftrag aktuell von dem Schönling. Wobei unser Auftrag eigentlich naheliegend ist. Wir sollen jetzt Falaga befreien. Ja, gut. Wieder rein da.